Zurück, wo das letzte Video endete, sind wir wieder im Signal Simulator. Auf der Suche nach extraterrestrischem Leben oder keine Ahnung. Komm mit mir auf eine unglaubliche Reise. Es gibt hier schon wieder eigenartige Geräusche, aber die gibt's ja immer. So, wir sind jetzt drauf und dran, das zweite Geräusch ausfindig zu machen, beziehungsweise unser gesamtdrittes. Ich muss hier die Maus etwas langsamer stellen. Wir gehen es gleich an. Das erste Signal wird sofort eruiert, beziehungsweise gescannt. Na, sieh mal einer an, hier ist es ja. Okay, rechts oder links zuerst? Rechts. Schön, wenn ich mich immer so selbst befragen kann. Das ist ausgezeichnet. Wenigstens irgendjemand redet mit mir. Rechts war die richtige Entscheidung. Wir müssen jetzt wieder die Megahertz einstellen. Spätestens eigentlich 9.55 Uhr vormittags. Oh, hier war es doch. 448 36. Okay, und wir haben unsere Koordinaten hier. Wir werden hier mal die 100, ich würde sagen 121 anpeilen, wobei so genau weiß man das ja nicht. 120, und hier nehmen wir doch glatt, ohne Umwege, die 25. Los geht's. Die Antennen bewegen sich jetzt in Richtung. Das dürfte gar nicht so lange dauern. Wir werden jetzt hier einen Schluck nehmen, wieder. Da dieser Café schon zwei Videos alt ist, kann ich jetzt eigentlich den neuen... Nein, das geht so gar nicht. Ich wollte jetzt einen Scheiß erzählen. So, jetzt können wir nehmen. Und wir werden jetzt tatsächlich unsere Coffee Machine, wie wir in der Gamer-Szene das so sagen, aufsuchen. Und werden uns einen neuen runterlassen hier. Ein Highlight der gesamten Reihe. Außerdem fällt mir gerade auf, wir sind anscheinend nur 1,10 Meter groß. Und hier drehen sich unsere Radioantennen. Ich glaube, so werden die im Fachjargon genannt. Der Café ist wieder an seinem Ort. Und wir sind noch immer nicht da. Er behielt die Anzeige zur Messung des Signals im Auge. So, wir kommen in die heiße Zone, wenn sie die richtige Zone ist jetzt, langsam. Ein interessantes Geräusch höre ich gerade, wie Wind. Jetzt wird es lauter. Oh, es ist ein Donnerwetter. Der erste Blitz. Oh nein, großer Gott. Unsere Systeme wurden hier deaktiviert durch den Blitz, der hier draußen gerade irgendwo reingefahren ist. Oh, und jetzt habe ich das vermutlich auch verpasst. Was für eine Scheiße. Na, nicht schon wieder, hä? Mach doch mal besser... hier kommt's trotzdem. Okay, also... Obwohl hier... Stromprobleme... bestehen auf 115 circa. Fahren hier draußen trotzdem die Antennen weiter. So, jetzt haben wir mal das erste Geräusch. Jetzt brauchen wir noch das zweite. Das erste Geräusch, das erste Signal. Bewegt sie das? Warum schlingert das da so hin und her? Das hatte ich noch nie. Noch nie, Entschuldigung. Nicht noch nie, noch nie. Auch das ist mir jetzt neu. Was... ist das jetzt so? Geräusch ganz komisch da. Und jetzt. Das bewegt sie. Oder bewegt es unsere Antennen so? Das hat 1 Giga, also da laden wir ewig runter. Was ist da los? Das ist ganz komisch. Und auch hier, interessant, unsere Systeme wissen nicht, was es ist. Uiuiuiuiui. So, ich hoffe mal, dass das keine Tür war, die ich gerade gehört habe, sondern ein Blitz. Jawohl, jetzt haben wir es. Ist jetzt verarbeitet. Binärcode, okay, das ist klar wahrscheinlich. Okay, ich kann mit dem jetzt nichts anfangen. Das sind vielleicht meine Systeme noch zu schwach oder so. Wenn wir uns jetzt mal umsehen, sich da irgendetwas verändert hat, denn ab und zu gibt es so komische Lichtblitze. Und ich weiß nicht, ob es noch blitzt und donnert hier. Aber doch, es blitzt schon noch. Was ist das da hinten? So, wir checken hier mal die Antennen.
Wo war das Ding, was wir jetzt aus dem Fenster gesehen haben? Hey, das ist mir zu weit. Wahrscheinlich kommen wir da gar nicht hin. Also keine Ahnung, was das Ding da ist. Wir werden das dann mit unserem Teleskop mal versuchen. Und jetzt möchte ich da auch mal in diese Halle oder was das ist rein schauen. Okay. Okay, wir werden uns gleich das nächste Signal suchen. Und dann kommt auch die gefürchtete Nacht. Bald. Scanning. Detected. Frequency locked. Antennen go. Ah, jetzt habe ich das langsam begriffen. Der Monitor ist auf irgendeiner Antenne drauf. Und die dreht sich jetzt und dann sieht man auch das Bild, auf das die Antenne gerichtet ist. Und ich glaube, ab und zu sorgt das für eine Überraschung. Es ist nicht der beste Job der Welt, aber es ist ein Job. Jemand muss ihn tun. Hey, das Objekt ist auch hier zu sehen. Was ist das? Es reicht. Es reicht mir jetzt ein für alle Mal. Wo komme ich hier zum Balkon? War es hier? Nein, hier ist nur das Scheißhaus. Ach, von da sehe ich es nicht. Schade, ich komme da nicht mit meinem Teleskop hin. Und dann mache ich mir die Tür auch vor der Nase zu. Und die Nacht bricht herein. Das kann doch nur böse enden. Und wir sollten bald ein Geräusch hören. Nein, kein Geräusch. Alien-Technologie. Also das ist doch wirklich ein Alien-Geräusch, oder? Wir brauchen hier... Haben Sie das gesehen, verehrte Zuseher? Die Überwachungskamera hat hier einen Alien gespottet. Es ist wieder passiert. Ich bleib aber trotzdem hier drinnen jetzt. Was willst du uns sagen, mein außerirdischer Freund? Also wir müssen da unbedingt irgendwas bei der Download-Geschwindigkeit machen. Kann ich eigentlich auch gleich mal überprüfen, oder? Modules. Data. Faster Download Speed hat schon etwas gebracht. 15 Credits kostet es nur. Ja, das installieren wir natürlich. Powercore. Reduces Energy Consumption. Das brauchen wir noch nicht, glaube ich. Das ist sogar schlimm, oder? Waren es vorher nicht 3 MB? Vielleicht ist es weit weg in den Tiefen des Universums. Was piepst da immer so? Die Server laufen heiß! Ich habe keine Ahnung, was es hier tun soll. Auf der Toilette kommen einem immer gute Ideen. Was könnten wir als nächstes machen? Auch in der Badewanne kommen mir oft gute Ideen. So, ich fühle mich jetzt gleich besser nach einem ordentlichen Schiss und mit anschließender Waschung des Afters in der Badewanne. Okay, es ist jetzt fast Mitternacht. Wir werden jetzt mal nachsehen, ob's... Okay, der Himmel... Da, drüben ist das Ding. Hä? Hä? Big Brother is watching me. Wie läuft's mit dem Signal, meine Freunde? Es ist weg. Okay, also das passiert auch. Bei 60% ist es abgerissen. Wir können jetzt natürlich nur mal da versuchen, nachzubohnen. Aber das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Nein. Kriegen wir nicht. Dann ist es natürlich auch nicht analysiert. Nein, wir haben nur immer 3 Signale. So, meine Freundin, diese späte Schicht geht um 0.33 Uhr bei 16,2 Grad Celsius zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit dem Signal Sim. Wieder interessant gewesen, auch eine Aliensichtung und eine UFO-Sichtung und ein außerirdisches Geräusch waren heute an der Tagesordnung. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir nur das Beste. Ciao. There's a killer on the road.
His brain is squirming like a toad.